weiße Kunst. Da vorne gesprochen schon gar nichts. Lauter! Stattdessen fordern wir seit langem, rettet die Menschen und nicht die Banken. Finanzinstitutionen müssen den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Wir sind hier Teil einer globalen Bewegung, die in gegenseitiger Solidarität auf den Straßen und Plätzen der ganzen Welt um ihre Daseinsgrundlage kämpft. Ganz egal, ob in Tunis oder auf dem Thalia-Platz in Kairo, auf dem Puerta del Sol in Madrid oder dem Syntagma-Platz in Athen, ob an der Wall Street in New York oder an der Westminster Bridge in London. Wer dort für eine auskömmliche Rente oder die öffentliche Daseinsvorsorge, für den Erhalt des Bildungssystems oder soziale Sicherheit, für Arbeitsplätze oder auskömmliche Löhne, für sein tägliches Brot oder einfach nur für ein Ende staatlicher Schikane kämpft. Kurz, wer dort für ein Leben in Würde kämpft, der kämpft auch unseren Kampf, so wie wir auch hier für die Würde dieser Menschen einstehen wollen. Wir fordern, Großbanken müssen zerschlagen werden. Wir wollen keine Banken mehr, über die diskutiert werden muss, ob sie systemrelevant sind. Große Forderung, die sind viel näher zu kommen, ist ein Trennbankensystem. Das gab es sogar lange Zeit in den USA. Banken müssen sich dann entscheiden, ob sie Investmentbanking betreiben wollen oder Kreditgeschäfte. Und wer Investmentbanking betreibt, darf keine Kredite mehr hier von dieser Europäischen Zentralbank bekommen. Großbanken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank. Politiker wollen uns heute weismachen, für die Rettungsschirme müsse niemand bezahlen. Das seien alles nur Bürgschaften und an den Zinsen ließe sich sogar noch verdienen. Mal abgesehen davon, dass es der Gipfel der Unmoral ist, mit der Not anderer auch noch Geschäfte machen zu wollen. Jeder sei möglich. Jeder, der jüngere Finanzfachmann weiß, dass Bürgschaften auch fällig werden können und man sich deshalb vorher genau überlegen sollte, was dann geschieht. Wenn wir auf die Straße gehen, zum Beispiel für den Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsorge oder für 500 Euro Ex-Regelsatz bei Hartz IV, dann will man von uns immer wissen, wie das bezahlt werden soll. Aber wenn Banken mit vielen Milliarden gerettet werden, deren Manager schmollen, wenn ihr Jahresgehalt auf 500.000 Euro gekappt wird, dann wird diese Frage zurückgestellt. Das ist nicht länger hinnehmbar. Wir fordern Aufklärung. Wenn wir heute nach Griechenland schauen, dann können wir erahnen, welche Pläne auch für uns in der Schublade schon liegen. Und wer den herzlichen Empfang gesehen hat, den der BDI vor kurzem in Berlin den griechischen Ministerpräsidenten Papandreou bereitet hat, der sieht auch, welche Interessen dahinter stehen. Mit der Europäischen Zentralbank haben wir uns einen hervorragenden Ort heute für unsere Empörung ausgesucht. Denn diese Institution trägt große Mitverantwortung für die Lage, in der wir uns befinden. Wir wollen es nicht länger hinnehmen, dass in immer größeren Teilen Europas die Demokratie außer Kraft gesetzt wird. Wir sind empört über die Machtergreifung einer demokratisch nicht legitimierten Troika, zu der neben dem IWF und der EU-Kommission auch diese Europäische Zentralbank hier gehört. Und sie gehört nicht nur dazu, sie gibt in dieser Troika sogar noch den Hardliner ab, der den IWF hier einen weißen Knaben aussehen lässt. Statt immer mehr demokratiefreie Zonen zu schaffen, fordern wir, diese Institution endlich unter demokratische Kontrolle zu stellen.
Wir sind empört über den Ausverkauf ganzer Länder, der maßgeblich mit von dieser Zentralbank hier vorangetrieben wird und die fortschreitende Gleichung all der sozialen Errungenschaften, für die unsere Vorfahren viele Jahrhunderte lang gekämpft hat. Stattdessen endlich Steuervermeidung, Steuerwettbewerb und Steuerdumping einen Riegel vor. Wir haben schon mit der Gleichheitskrise zu wollen, die all unsere Bemühungen zur Bekämpfung von Steuerflucht torpedieren und Steuerflüchtlinge belohnt, fordern wir eine Vermögensabgabe. Die Profiteure dieser Krise müssen zahlen. Und übrigens, wenn Banker in Nacht- und Nägelaktionen von Regierungen Milliardensummen verlangen, wie auch wieder in diesen Tagen, dann haben sie immer die Notenbanker an ihrer Seite. Denn dann geht es auch immer darum, Fehler von Zentralbanken zu kaschieren, die bei ihrer Aufsichtspflicht über das Bankensystem versagt haben. Die Europäische Zentralbank hat Griechenland schlimmere Maßnahmen angemutet, als sogar der IWF es verlangt hat. Viele Griechen leiden. Sie können kaum leben. Alte Menschen müssen wählen, ob sie Medikamente kaufen oder sich was zu essen kaufen. Wir haben über 40% Arbeitslosigkeit von jungen Menschen. Vom Sindarmer-Platz möchte ich euch kurz was vorlesen. Ein Grußwort. Simelanyosume odiyitikarume kati parapano. Apo to proto mas lima. Heute spüren wir, dass wir etwas mehr machen und weitergehen als einen ersten Schritt. Segomaste orti, mestigulia, kekitame katamata, satromagmena tus machia. Jetzt stehen wir vor ihnen und bieten ihnen die Stirn und schauen auf die erschreckten Gesichter. Dora milame mis, ke pomunde asti. Jetzt sprechen wir und die anderen haben Angst. Direkte Demokratie, überall. Danke. Vielen Dank, Anastasia. Vielen Dank für dieses Grußwort aus Athen. Wir sind heute nicht allein hier auf der Straße in Frankfurt, sondern weltweit gehen heute in unterschiedlichsten Städten Leute auf die Straßen, besetzen Plätze, die Occupy-Bewegung wird übertragen von Occupy Wall Street auf Deutschland und auf Europa. Wir können gespannt bleiben, was heute alles noch so passieren wird. In diesem Sinne wollen wir die ganzen internationalen Grußworte jetzt weiterführen. Wir haben nämlich noch ein Grußwort aus Israel. Das kommt von Alexis Pasadakis. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe hier ein Grußwort von Seth Shafir aus Tel Aviv. Sie war eine der ersten 9 Personen, die auf dem Rothschild Boulevard ihre Zelte aufgeschlagen haben. Ein paar Wochen später waren 450.000 Menschen in Tel Aviv auf der Straße. Schreibt uns,
Heute am 15. Oktober werden wir Dutzende von Demonstrationen in Israel haben. In Tel Aviv, in Haifa, in Jerusalem. Die Menschen werden von ihren Stadtvierteln auf die großen Plätze in Stadtzentrum marschieren. Sie werden dort Diskussionen führen, es wird dort Musik geben und es werden dort kämpferische Reden gehalten werden. Für soziale Gerechtigkeit gegen die Macht der Banken. Sie schreibt, wir kennen einander nicht persönlich. Wir sprechen vielleicht nicht die gleiche Sprache. Aber wir haben einen gemeinsamen Traum, den nach Demokratie und Sozialismus.